Ich habe eigentlich in meiner Jugendzeit immer selber Popstar gespielt. Das war meine Idee. Ich hatte alle Spielzeuge, die ein Jungen braucht, aber niemals benutzt. Die stehen noch nagelneu irgendwo. Ich habe immer das gemacht. Ich habe viel getanzt. Ich bin 73 geboren. Aber als ich dann 14, 15 war, ich bin wie du, die Musik, die. Bis jetzt noch immer. Das ist in jedem Kneipe. Ja, das stimmt. Das war in Holland nog een größere Hit als Er gehört zu mir, was in Deutschland größer war. Aber wie bei meinen eigenen Songs finde ich die Botschaft wichtig dahinter. Man kann Spaß in de Musik haben, aber schon die Texten brauchen etwas von Botschaft zu haben. Und das hat Marianne gleich so. Ich habe Eloy gesehen in der Sendung bei Florian und er hat diesen wunderbaren Song auf Deutsch gesungen. Für mich war die Story auch, die dahinter steckte, sehr spannend und ich sah, wie berührt er war, also den Tränen nah. Und ich muss sagen, dass das auf mich Eindruck gemacht hat, weil man sieht sehr oft Leute, die Musik machen und das geht dann so locker von der Hand und ganz wenig Leute, die so mit dem Herzen Musik machen, wie Eloy. Und das hat mich wirklich berührt. Wir fühlen einander dann so. Es sind 12.000 Leute heute Abend. Aber wenn wir die Chemie zusammen fühlen. Ja, das hat eine große Energie, wenn wir zusammen auftreten. Ja. Wieder eine totaler Traum. Ich muss überlegen, ob wie es war. Es hat Spaß gemacht. Das war cool. Das ganze Ding war wie ein Traum, wirklich.